Festtagsstimmung bei H&L Automobile in Schwerin-Lankow. Der wohl erste kleine Weihnachtsmarkt des Jahres fand dort nämlich am Wochenende im Autohaus statt. Egal ob Leckereien, Bastelarbeiten oder Kinderunterhaltung, für die ganze Familie wurde gesorgt. Das eigentliche Highlight war jedoch etwas ganz anderes. Lange wurde drauf gewartet, jetzt wurde der Verkauf gestartet. Der nagelneue Seat Leon ST. Voll elektronisch und vor allem sportlich. Das ist der Auftritt des neuen Flitzers. Wir haben jetzt mittlerweile drei Modellvarianten, das Coupé, den SC, den Fünftürer und den ST, den Kombi. Der Kombi ist 20 cm länger als der Fünftürer, das heißt, wir haben nochmal richtig Stauraum. Und neu haben wir jetzt zum Beispiel das neue Fahrassistenzprogramm mit einer automatischen Distanzregelung. Das heißt also, wenn ich den Tempomat auf eine bestimmte Geschwindigkeit einstelle und es fährt ein vorausfahrendes Fahrzeug langsamer davor, bremst das Auto automatisch ab, fährt es wieder weg. Beschleunigt das Auto wieder automatisch. Auch haben wir zum Beispiel, wie bei allen Modellen, die Voll-LED-Scheinwerfer, die eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Modellreihe sind. Der Weihnachtsmarkt ist zwar schon abgebaut, trotzdem lohnt sich der Besuch bei H&L Automobile nach wie vor. Denn ab sofort gibt es dort den Seat Leon ST ab 23.970 Euro. Mit den zubuchbaren Zusatzoptionen ist garantiert für jeden etwas dabei.